Okay, nicht so laut sein. Eventuell wird Raymond gleich wieder... Komm schon, Raymond, tu es doch einfach für uns. Ich dachte mir, vielleicht der Part beginnt, wenn er es macht. Und nicht, dass wir wieder irgendwo hier rumstehen und warten. Nein, glaub mir, er macht's gleich. Gleich spielt er Basketball. Machen. Er wird es nicht tun. Ich weiß nicht warum, aber er fühlt sich echt beobachtet. Das ist auch unangenehm. Stell dir vor, alle warten drauf, wie du dribbelst und dann... Okay, pass auf, wenn er ihn auf die Finger dreht. Hat man es gehört? Es ist entfernt. Ich meine... Es war eine Enttäuschung. Ja, es war einfach sehr leise. Ich weiß genau, welcher Soundeffekt es ist. Ja, ich hatte halt kurz diese Assoziation vorhin und wollte dann, dass er es nochmal macht. Da war es schon vorbei. Ich konnte es nicht ganz confirmen. Ich würde aber sagen... Es wirkt, als hätte man diesen Sound von diesem Main-Sound weggenommen und man hört nur noch so entfernt diesen Rest. So klingt es. Na, egal. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch sagen, wo es den Soundeffekt sonst noch gibt, diesen drehenden, aber ich habe keine Ahnung. Ja, das ist so ein drehender. Ich meine, Rayman 2 ist halt, es verwendet halt nur Stock-Soundeffekt. Das heißt, es ist nicht unrealistisch, wenn man sagt, diesen Soundeffekt kennst du sonst noch vielleicht von da und daher. Aber Mr. Krabs läuft, Soundeffekt ist halt so ikonisch und er klingt auch einfach so gut. Yeah. Dass ich mich immer frage, was ist das? Es klingt. In meinem Kopf ist das so eine Art kleine Holzschatulle, so eine Runde, wo eine Murmel so durchläuft über so Rillen. Ich wollte sagen, dass sie vielleicht da schnell auf dem Xylophon spielen. So klingt das. Ja, wenn die richtigen Töne ansteuert, zwei direkt nebeneinander. So. Ah ja, aber das wäre ein ziemlich spezielles Xylophon. Für mich klingt es eher wie so ein Rollen halt, wie du schon sagtest. So ein nur halt anders. So wie mein Mund es niemals könnte. Ich hab 10 freundliche Geister. Meiner magischen Steine. Und du hast Zugang zu einer neuen Welt. Amerika? Das Land der Freiheitsstatue? Oh nein, der russischer Stuhl. Warte, ist die Raymond-Welt unsere Welt? Warum gibt's Russland in dieser Welt? Der russische Stuhl. Du sagst, es ist die Fantasie eines Jungen. Oh, ich glaube, dieses Level war super schwer. Wenn es die Fantasie eines Jungen ist, dann ist alles möglich. Oh, ich glaube, das war so schwer. Ich glaube, so weit habe ich schon mal gespielt. Weiß eh nicht ganz, was... Natürlich hast du schon mal so weit gespielt. Ich meine diese Version. Aber ist das einfach eine komplett eigene Sache? Dieser Stuhl kommt mir sehr bekannt vor. Es gibt ein Level in Rayman 2, wo man auch das macht. Ja. Oh, ich mag das aber total. Oh nein, Gott, das sieht aber wirklich. Das sieht wirklich schwer aus. Du bist erstaunlich gut gerade. Nein, das ist nicht zum ersten Mal. Das Level ist ansonsten das Original von. Sieht aus, als wäre es das Original. Nicht sein erstes Rodeo. Ja. Oh, aber ich lieb sowas. Oh Gott. Erinnerung. Oh nein. Oh Gott. Wenn Murphy da. Man muss das von hier machen? Klar. Oh. Wenn Murphy da lang fliegt. Ja, ich mag so abwechslungsreiche Tunnel, sag ich mal. Ich find's super. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, ehrlich gesagt, weil ich keine Lust habe, das zu machen. Natürlich schaffst du das. Naja, ich glaube, das ist super schwer, wenn ich mich. Ich glaube, es gibt eine gute Methode. Du kannst wahrscheinlich in eine Richtung einfach gedrückt halten. Nein, das funktioniert bei den Bäumen nicht. Doch, gerade bei den Bäumen wird's funktionieren. Das habe ich im Urin. Vertrau mir. Jetzt. Versuch da mal einfach so nur nach rechts zu drücken an dem einen Punkt. Ja. Okay, versuch es nochmal. Wie gesagt, ich rechne damit, dass ich das nicht wirklich schaffen werde. Was soll man denn stattdessen machen? Kann man woanders hingehen? Das müsste Bonus-Level sein. Ach so, okay. Na, ich wollte dir halt Mut machen, weil ich dachte, wir haben keine andere Wahl. Aber ansonsten ist okay. Wir müssen das nicht machen. Ist aber echt hübsch. Ich liebe auch total... Das auf jeden Fall. Sie haben halt diese wenigen Polygone genommen und sich gedacht, wie machen wir das, dass das zum Artstyle dazugehört? Und sie haben es geschafft. Gott! Weißt du? Wie mache ich das denn am besten? Ich weiß nicht mal, welche... Er dreht sich halt auch viel zu langsam an der Stelle, um schnell genug reagieren zu können. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, man muss so einen Punkt vor den Bäumen finden und dann nur noch nach rechts gedrückt halten oder so. Ja, aber dann erwischt man ja die Looms nicht. Ach so.
Die sind ja relativ einer Reihe, aber auch nicht so sehr. Ist ein bisschen verzwickt, würde ich fast sagen. Eine verzwickte Zwickmühle. Hm. Ja, das sieht echt schrecklich aus. Oh! Oh, das ist gut. So mehr halb mehr oder weniger kopfüber muss man gar nicht viel machen. Sah zumindest gerade so aus. So die Teile konnte man abends schießen. Das war sehr gut. Wir einen Checkpoint. Gute Arbeit. Oh nein, nicht das. Oh, ich hasse Stolz auf dich. Okay. Ich meine, man muss halt wissen, was einen erwartet und dann geht's. Mein Boot. Aber das ist auch ein bisschen wie. Nein! Was? Das war viel zu. Nein! Warum wird's plötzlich so. Es wurde so schnell plötzlich. Hier ist auch ich wollte gerade sagen, mein Mund ist geöffnet vor Konzentration. Ja, das kenne ich. Und die Zunge spielt noch irgendwie halbwegs mit. Immer wenn ich zeichne, wenn ich Kreise oder so runde Striche zeichnen muss, dann macht meine Zunge das auch. Das ist wie ein bisschen wie Missile Command aus dem dritten Teil. Man fliegt einfach durch so ein Parcours und ich. Ach, ich hab dann Fable für. Der dritte Teil war viel cooler. Ja. Und nicht ganz unmöglich. Okay, ich hab den Loop verpasst, das ist okay. Du hast, das heißt, wir können jetzt einfach nur versuchen zu überleben. Du hast einen Skill für diesen Ort entwickelt. Nein, ich hab den Loom nicht erwischt. Du hast es aber zweimal geschafft, da zu überleben. Gott! Wenn man nach links sich dreht, so beschleunigt. Wird man schneller, glaube ja. Ich. Ist das eine Sache? Moment. Probieren wir das mal aus. Oh ja, das ist eventuell sogar das Geheimnis. Ja, er wird schneller, ja, wenn man sich wird nach schneller, links wenn man nach links macht. Schau dir das an! Okay, ich will also nach rechts immer mich drehen. Du willst meistens nach rechts ausweichen. Deswegen hat das auch geklappt bei den Bäumen. Und wirkte so unmöglich, wenn man sich nach links dreht. Weil es viel zu schnell wurde. Okay. Yeah. Oh, das ist... Das ist interessant. Seltsam. Das ist so, als wäre es nicht absichtlich. Wow. Oh, man kann auch generell langsamer werden, wenn man nach unten drückt, wie es aussieht. Das war wahrscheinlich eine dumme Stelle, um das zu testen. Vielleicht war das, ist das mehr so ein Nebenprodukt, dass es nicht nach links schneller wird, sondern du beim nach links drücken ein bisschen nach vorne drückst. Ja, das kann sein. Mach mal nach vorne. Moment. Ja, man kann ja definitiv schneller werden. Das ist dieses Rätsel. Okay, wenn ich ein bisschen vom Gas runtergehe. Ist mir egal, was mein Zeitlimit ist, ehrlich gesagt. Dann müsste es ja echt klar gehen. Kannst du dann auch nach links steuern? Ich denke doch, dass Hindernis mit den Schüssen sind. Ja. Weil man da nicht so langsam sein darf. Die wissen, dass wir es jetzt rausgefunden haben, wie das funktioniert, dass es hier schneller und langsamer gibt. Das klappt gut. Schnell. Oh Gott! Nein! Du darfst nicht nach vorne, du warst zu schnell, du willst bremsen. Ja, ich weiß, es ist nur ein bisschen verzwickt, das dann richtig zu drücken. Ich zwick dich gleich. Pieks. Oh nein. Nicht schon wieder. In die Speckröllchen gepiesackt. Gepiesackt. Ich weiß nicht, piesacken ist ja eigentlich was anderes, aber für mich ist es immer so, als würde man so einen Stock nehmen und jemanden pieksen. Was ist es sonst? Naja, piesacken ist an sich, wenn man überhaupt auf jemanden rumhackt, wenn man jemanden nervt, mobbt. Ich meine, ja, na gut. Das piesacken. Ich meine, kann ganz gut damit einhergehen. Aber ja eben, lautmalerisch ist es einfach so ein Stock und dann so... Sag dich. Diese Stelle ist einfacher, wenn man langsamer unterwegs ist. Okay, ganz vorsichtig, nicht so schnell werden, Raymond. Das ist halt das Problem, dass ich versehentlich oftmals anfange, schnell zu werden. Obwohl ich es nicht will. Ich frage mich, ob das Time Limit hier irgendeinen Unterschied macht. Das war schnell gemutet. Hat's geklappt? Ja, yeah, es war. Ja, ich wollte es rekreieren. Also ich habe tatsächlich genießt. Oh aber. Gott, schau dir das an. Das ist super Warte. Cool. Oh, das ist cool. Das sind dieselben Lampen Komm, wie am schon. Anfang. Sag, die mir, neu waren. Sag mir jetzt nicht, dass ich einen verpasst habe. Oder ist er? Der letzte. Du bist ein Macher. Was? Yes. Oh Gott. Wir haben's! Und du hast an dir gezweifelt. Das war super schnell. Oh, ich habe ein Leben dafür. Oh mein Gott. Oh, das hat sich gelohnt. Ein wahrer Held. Ich habe mich schon gewundert, wann man mehr Leben bekommt in dem Spiel. Raymond wird wirklich ständig gepriesen und gelobt und als einzige Hoffnung bezeichnet. Und es ist ihm echt nicht so wichtig.
Er ist nicht am Spaß zu haben. Ich meine, er macht es, aber er ist nicht eingebildet oder so, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, man hat danach dann auch andere Minispiele als den russischen Stuhl. Wow, Rayman, du Trampolin, bist wirklich Ray-Tree. Der größte Held. Ich wünschte, der Controller würde nicht immer... Okay, man hat dann verschiedene Dinge. Ich mag, dass hier einfach so wie so ein Menü gerade funktioniert. Das hier? Das daneben? Ich habe noch andere Sachen im Angebot. Ich hasse es, dass die Menüs so... Ach Gott, der Controller, wenn er halt einfach so ganz leicht das Stick in eine Richtung drückt. Das ist halt viel zu empfindlich eingestellt. Die Menüs sollten dann nicht einfach wie wild durchwechseln. Das hat seinen Grund, warum andere Spiele das nicht so machen. Vielleicht ist der PlayStation-Controller aber auch ein bisschen älter und irgendwie... Nein. ...so verzogen, also das ist ein bisschen... Nein, der ist relativ, frisch. ...kalibriert. Also davon macht er in keinen anderen Spielen Probleme. Kleinlinge ist ein echt schönes Wort und es ist ja eine deutsche Wortschöpfung. Wie heißen die nochmal? Auf Englisch und Französisch. Oh Gott. Teensies. Teensies. Ist auch cool. Mhm. Sind sozusagen Teens. Sie. Fragen, die feiern wilde Partys. Hm, das ist so ihr Ding. Ich meine, hast du im ersten Teenager. Level gesehen, wie sie mit der Krone die umhergereicht haben? Die haben eine wilde Party hinter sich. Die machen das wirklich. Oh ja, stimmt, in Rayman 3 vor allem. Ja, genau. Ich habe wieder mal nur im Kontext von Rayman 2 gedacht. Das ist in Ordnung, ich denke viel zu sehr an Rayman 3, also ergänzen wir uns ganz gut. Ich habe halt keine andere Referenz, ich sehe das hier nicht zum ersten Mal, aber... Gott, dieser riesige Tumor namens Gesicht. Wie er immer mit ausgebreiteten Armen da durchläuft. Ich mag es ja, wie sie in der ganzen Overworld einfach eine Begründung gefunden haben, warum man da in welches Level geht und sowas. Das ist halt wirklich ziemlich charmant gemacht. Ich weiß auch nicht, was daran negativ sein sollte im Gegensatz zum anderen Spiel. Ich habe auch nicht gesagt, dass es jetzt... Morgi, was ist dein Scheißproblem? Weiß ich, ich gewöhne mich langsam dran. Warum hast du Rayman Revolution so? Warte, wer hat hier gerade was gesagt? Come on! Habe ich verstanden. Ja, ich glaube, es war... Hä? Wer war das? Was ist hier überhaupt? Wer hat mich hier beobachtet? Nice Haus, die Ostebene. Warte, nein. Gehe ich jetzt wieder aus dem Level raus? Warum sind hier zwei Ausgänge von dem Level? Das ist weird. Vor allem, es ist so seltsam zu sagen, dass es Liz Haus ist. So irgendwie, keine Ahnung, ihr Heim, irgendwie ihr Domizil oder so. Was war dann der andere Weg? Es ist ihr Haus. Ich meine, es ist ein Haus. Ja, ja. Aber es sieht auch halt, ja, ja. Es ist halt aus Kisten gemacht und es sieht aus wie ein Piratenunterschlupf und nicht wie Liz Haus. Ja, das stimmt. Es sind halt die Assets, die sie hatten. Ich wüsste und mir nicht, fällt auf, dass sie in der Gegend wohnen würde. In Rayman 3 haben sie halt wirklich das einfach fortgesetzt. Ja, von da kommt ja. Wollen wir den anderen Weg mal gehen? Dass auch ständig so aus Kisten Dinge gebaut sind und so. Warte mal, hier geht's doch weiter. Lee's Säule. Lee hat eine eigene Säule. Sogar eine Säule hat sie. Was denn noch? Hallo? Hi. Du musst mehr freundliche Geister befreien. Okay. Ich 10 vertraut hätte, könnten wir hier wahrscheinlich ein Rennen gegen sie machen. Rayman M. Ich will den russischen Stuhl nicht machen. Haben wir Rayman M? Oh mein Gott, Rayman M. Haben wir uns Rayman M schon mal angeschaut? Nein, ich glaube, darauf kommen wir jedes Mal zu sprechen. Aber haben wir doch, oder nicht? Nein. Haben wir nicht. Was ist das hier? Steinzirkel Globox-Haus. Aber wo habe ich es denn dann mal gesehen? Es kommt mir so vor, als hättest du es mir mal gezeigt. Aber ich kenne es auch selber. Ich weiß, dass ich Rayman M wirklich zuletzt vor 20 Jahren gespielt habe. Okay. Rayman M hat noch einen anderen Namen, oder? Ich glaube, ja. Irgendwie Rayman Stadium oder so? Ja, yeah, irgendwie so. Warum ist Rayman so seltsam, was so Releases angeht? Das ist wirklich unüberschaubar. Oh, die guten alten Menhir-Hügel. Es gibt echt nicht viele Spiele, aber... Der Ringe. Rayman M. Ich bin mit Renate der Granate vertraut. Ah, in Amerika heißt es Rayman Arena. Also Arena. Okay. Die Stelle kenne ich so gut.
Daran denke ich immer, wenn ich an 3D, Rayman 3D denke, das, was ich gespielt habe. Flying Murphy, keine Ursache. Das ist eine gute Stelle. Warum wachsen hier Blätter aus, was auch immer? Es ist eine gute Stelle, weil man hier die galoppierende Rakete, wie heißt das? Die gehende Granate. Die gehende. Ach so, deswegen hast du gerade, ja. Deswegen habe ich gesagt, das ist Renate, die Granate, ja. Mhm. Volle Granate, Renate, 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 Renate. So, wenn ich jetzt noch zurück könnte, dann könnte ich das eine Dingens machen, aber ich fürchte, ich kann das Level gerade nicht spontan verlassen. Es sieht auch immer aus wie so Sachen aus Rayman 3. Sie haben es wirklich. Rayman 3 ist Rayman 2's Fortsetzung. Ist schon echt gut. Teilweise. Hier hört ihr es zuerst. Tatsächlich ist es so. Ich meine, Raving Rabbids ist nicht die Fortsetzung von Rayman 3. Und es ist leider aber so. Och, komm schon. So unbefriedigend. Ja. Mein Gott, Murphy. Ah, okay, wir kriegen es nochmal. Hui! Raymans Haare waren doch gerade ganz. Och! Oh Gott. Das war jetzt nicht nötig. Raymans Haare waren gerade ganz glatt gebügelt, als Murphy angeflogen kam. Es sah aus, als hätte er dann irgendwie ein Gespräch mit seinen Schwiegereltern oder so. Schön den Wachs reingekleistert. Ich lieb's, dass sie einfach wird. So, da vorne das Pflaster natürlich nicht vergessen. Ich finde, es ist nerviges wichtig. Gameplay, aber eine sehr charming Idee. Und ich mag das Granaten-Gameplay. Das Problem ist nur, dass das ist ein letzter Level, dafür übersehe ich immer den Superloom. Na, ich find's wack. Militärakademie. In diesem Bereich bitte absolut still sein. Die Kadetten müssen sich konzentrieren. Okay. Dann werden wir versuchen, absolut still zu sein, um die Kadetten nicht zu bei ihrer Arbeit zu stören. Ich sehe nichts. Ich wollte es gerade auch ansprechen. Oh, das sind viele Kadetten. Das heißt, vielleicht klappt, nicht, oder? Wirklich nicht aufwecken. Hm. Lass es einfach mal nicht machen. Wofür? Sie schnarchen. Im Beispiel ist da nur einer von den Robopiraten. Den kann man einfach. Oder es sind zwei, aber an denen kann man einfach so vorbeilaufen. Ich glaube, hier ist es nicht so einfach. Ich liebe dieses Worldbuilding, dieses militärische, dieses, ja, die Piraten haben ihre Akademie. Die Hoodlums haben immer da ihre Standposten und Fabriken und so. Ich mag das einfach, dass man sozusagen durch die Infrastruktur der Bad Guys immer so durchläuft. Ja. Yeah. Super. Oh nein, sind alle wach. Sind alle wach. Ich dachte, sie hätten es nicht gehört. Vor allem, sie wussten auch sofort, worum es geht und wo sie sich aufstellen müssen. Ciao. Ich hatte keine Lust, sie zu bekämpfen. Das sind 4 Stück. Das Leben ist zu kurz für sowas. Oh, Rayman Rush. Oh, Rayman Rush. Rayman Rush habe ich gespielt. Rayman M ist ein Partyspiel und Rayman Rush ist dasselbe. Es ist ein D-Make. Wow, sie haben wirklich alles gemacht. Sie haben das hier gemacht und sie haben auch ein Spiel gedemaked. Das klingt sehr verwirrend. Ich meine, der so PS1-Port von Rayman 2 ist auch ein D-Make. Ja. Und, Rayman 3 ist. Ups. Für den Game Boy Advance war auch irgendwie. Ja, okay, ist kein D-Make. Rayman 3 für den Game Boy Advance Game Boy war Version. Rayman 2. Weißt du, was ja immer noch am allercoolsten ist? Oh, vielleicht sollten wir es auch mal spielen, das muss ich aber vorhin einmal durchgespielt haben. Rayman Raving Rabbids auf dem Game Boy Advance und DS sind die Spiele, die halt wie Raving Rabbids werden sollten, bevor es ein Partyspiel wurde. Wirklich? Weil die von dort Partys gemacht wurden. Ja, da gibt es das ganze Konzept mit den Power-Ups und sowas und die richtigen Welten. Oh ja, Welten. Okay. Und das ist die Antagonisten sind, die so. Ja, genau. So ist es bei der GBA und der DS-Version. Das ist super faszinierend. Ich meine, die Spiele spielen. Ich habe zumindest die GBA-Teil und der spielt sich wirklich nicht gut, aber es ist einfach so interessant aus einer historischen Sicht. Rayman Rush ist das, was ich mal gespielt habe. Das ist nur das Rennspiel. Und Rayman M hat anscheinend noch andere Sachen als nur das Rennen. Ich kenne noch irgendwas, wo so ein Arena-Fighter oder sowas war. Ja, müsste das ja sein, oder? Sonst wäre es merkwürdig, dass es Arena heißt. Ja. Yeah. Oh Gott, warum bin ich nicht rechts war? Hm. Weißt du, die. galoppierende Granate ist für mich irgendwie ein Stift. Siehst du, das ist so ein kurzer Stiftstummel. Oh ja, auf jeden Fall. Yeah. Ich weiß auch generell nicht, warum es Granate heißt, weil es mehr. Das ist eine Rakete. Ja. Wegen der Alliteration.
Rasende Rakete hätte man vielleicht sagen. Rennende Rakete. Oder Kugelwilli. Das passt. Das klingt vertraut und gut. Das klingt auf jeden Fall vertraut. Oh Gott, die Granate steuert sich. Die Stachelteile, die aus dem Boden kommen, sind so viel dünner. Und wenn in Rayman 3 sagt Razov, man nennt mich auch Kanonenkugel Bill. Ich frage mich immer, ob es eine Kugelwilli-Anspielung ist. Also. Oh yeah. Bullet Bill. So, ich habe jetzt ein paar übersehen von den Looms, aber wir müssen ja sowieso. Nein! Oh, ich dachte, du fährst. Sehr wahrscheinlich doch mal hin. Ich dachte, man kann die übrigens daneben nicht einfach so zurück, ist nämlich, sie haben dann eine Wand hochgefahren. Ach, die war da eben noch nicht? Oh. Man kann ein bisschen aus der Welt rausschauen. Es ist eine nette Erklärung, aber. Nee, man hätte es auch anders machen können. Es ist keine Erklärung, es ist einfach nur eine. Sie konnten keine unsichtbare Wand machen, also haben sie eine sichtbare Wand gemacht. Ja, so meinte ich's. Ist ein bisschen dumm, also. Man hätte doch auch einfach Steine da zusammen fallen lassen können, dass es halt zugeschüttet ist. Elite Truppenausbildungszentrum, Gefahr! Oh oh. Ich liebe diese ganze Welt. Ich habe wirklich ein Faible für sowas. Auch diese Fässer, die hier rumstehen und Stühle und so, die waren hier halt aktiv. Boah, so schnell! Ich liebe das. Da fragt man sich, warum man. Nein, die Fackel ist nicht an! Oh, okay, man bekommt irgendeine Feuerfertigkeit im Laufe des Spiels. Wir nehmen trotzdem mal ein Fass mit nach oben. Wir können nie wissen, wann es aus kampftechnischen Gründen hilfreich sein wird. Was wollte ich gerade noch? Achso, an dem Punkt fragt man sich, ja, es ist eine nette Edition, dass man das Fass jetzt schnell tragen kann, aber warum war das jemals langsam? Das ist eine gute Frage. Klar, es macht Sinn, es ist halt schwer und es soll auch schwer aussehen, aber es ist schon sehr langsam. Ja. Clark! Oh nein! Ach ja, er hat sich den Magen verstimmt, oder? Ich hab das immer so aufgefasst, dass der Piraten gegessen hat. Ja. Oh. Ja, das wirkt tatsächlich so eine Wirbelsäule. Du hast all die Piraten fertig gemacht. Nur 20 Piraten gegen dich, die hatten keine Chance. Nur 20. Eine runde Arm drücken? Eine runde Arm drücken? Das ist so das Einzige, worüber er mit Leuten gebondet hat. Oh ja, er sagt sogar, okay. Ah, okay, ja. Kennt man. Stell dir vor, er hat was verschluckt und dann denkt er sich so, oh, mir ist so schlecht. Und dann sitzt er einfach da und lässt es über sich ergehen. Ja, dann, sie haben einen Fehler gemacht. Dann kommt Rayman vorbei. Siehst du, was hier steht? Sumpf des Erwachens. Es befindet sich am Eingang des Sumpf des Erwachens. Aber erinnerst du dich noch, wo es in dieser Version war, der Eingang? Er war am Ende des Levels. Der Eingang war am Ende des Levels? Ja, er ist im Original am Eingang zum Sumpf des Erwachens, aber in der Version nicht. Warte, was braucht er überhaupt? Ach so, ja. Wir müssen die Höhle der Albträume auschecken, ich erinnere mich. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon da waren. Haben wir uns den Eingang überhaupt angeschaut? Ja, haben wir uns den Eingang angeschaut. Da hat der gesagt, oh, du kannst ja nicht rein. Ah, ja. Kann sein, dass ich da gerade abgelenkt wurde. Ich glaube, das heißt, ich muss den dummen Sumpf nochmal machen. Meinst du, Clark hat viel Spinat gegessen? Ich denke, Clark hat all den Spinat gegessen. So viel Eisen in dieser kleinen Pflanze. Was glaubst du, wie viel Eisen erst in diesen Robo-Piraten war? Bestimmt noch eine 10er Potenz weiter verrutschtes Komma. Ach, komm schon. Nein. Nicht wieder aufgeben. Ich will dich nicht nochmal verlieren. Manchmal ist es auch einfach nur das Capture-Programm, dass das Wechseln der Auflösung nicht mag. Aber dann müsste doch das Spiel noch laufen. Jetzt ist gerade einfach gecrashed. Ja. Das Spiel läuft ja auch noch. Das ist nur das Programm, das nicht ganz mitläuft. Komm schon, lass mich die Seitenleisten ausblenden. Warum funktioniert dieses dumme Programm einfach nicht? Man muss einfach 5 Mal auf Seitenleiste ausblenden gehen, bis es dann mal passiert. Wie schwer kann es sein, sowas zu machen? Gott, der Gato-Software ist so entsetzlich. Und das ist noch die gute.
Die neue, die sie haben, die 4K-Capture-Software, die funktioniert schlicht und ergreifend gar nicht. Ich hänge so sehr an meiner AVerMedia U3. Ich will sie unter allen Umständen am Laufen halten. Oh, ich habe ansonsten, worüber ich meine Kamera angeschlossen habe, weil es eine gute 4K-Capture-Karte ist. Wo sind wir hier? Ich will den Aufzug nicht verwenden. Ich habe so eine interne AVerMedia. Die ist auch ziemlich gut. Zumindest hat sie bisher immer funktioniert für alles, was ich gemacht habe. Oh, hallo? Rainer, mein Globox wurde gefangen. Ich flehe dich an. Geh und befreie ihn. Okay. Befreie ihn. Jungs? Oh. Wir sind noch sehr auch, traurig, weil ihr Vater nicht da ist. Das war ursprünglich auch so ein Stock-Sound. Das weiß ich noch. So ein ganz komisches Baby-Puppengeweine irgendwie. Was ist hier oben? Bisschen wie die kleinen Dollies bei Mr. Krabs. Ich glaube, ob man später hier rein kann. Ich sage ja. Habt ihr etwa meine Dollies? Das war schrecklich. Nee, ich will nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Das war so dumm. So heißt, wir benutzen den Fahrzeug. Ich weiß nämlich nicht, den Aufzug. Ich weiß nämlich nicht, wo der uns hinbringt. Oh, so ein Brunnen als Eingang hat was. Ach, wo bringt ihr uns hin? In den Sumpf vielleicht? Ich meine, da wollen wir hin. Warum sieht Raymond so aus da unten? Lee ist vielleicht in ihrem Haus. Vielleicht willst du da mal klopfen. Oh mein Gott. Speichern. Okay, hey. Wo kommen wir raus? Ernsthaft, wo bin ich? Schädelhöhle. Oh, okay, wir können direkt zur Schädelhöhle. Wahlbuch. Das Wahlbuch. Oh, die Zuflucht von Stein und Feuer. Okay, die Lumos sind ziemlich gut versteckt. Würde ich einfach ich sehe nichts. Oh, du siehst nichts. Oh! Oh, tut mir leid. Ich dachte gerade, ich wusste nicht, dass du schon weitermachst. Das habe ich komplett vergessen. Alles gut. Wir sind hier bei, pass auf. Bin da. Oh, du hast die ganzen Lumos verpasst, wie sie einfach nur auf einem Haufen lagen. Oh nein, ich bin so traurig. Aber diesen Ort finde ich auch richtig super. Yeah. Gott, ich mag einfach Küsten. Es ist nicht verwunderlich, dass ich Raymond mag. Oh, nein, ich wurde gesehen. Generell, Piratenoptik ist super, aber dann auch noch so für so... Oh Gott! Oh Gott. Da ist der Sound. Feuer. Ich glaube, ich will hier noch gar nicht hin. Der Sound hört nicht auf. Beziehungsweise, was ich machen wollte, war... ich will noch das andere Level bei Lee machen, damit wir noch unsere extra Leben abholen können. Ich finde, Rayman Revolution ist eine gute Sache. Ja, das ist... Es wenn man ist das ziemlich als cool erstes bisher, gespielt hätte. Ich denke halt, dass die Sprachausgabe wirklich sehr daneben ist. Ja, die ist grottig. Aber das ist doch egal, also... An als wäre so das Original... Ja. Das Original ist ja nicht so viel besser. Also das ist zwar schrecklich, aber das Original ist halt irgendwas. Ich denke, die Synchro ist ziemlich cool im Original, sie hat viel Charakter. Ich weiß nicht, sie ist simpel. Ja. Ja, also ist schon besser als das. Das auf jeden Fall. So kann ich hier... Minisaurus-Ebene, Menhir-Hügel. Ich bin in die... Na, will ich nicht. Oh Gott, wo war nochmal der Eingang zu den Menhir-Hügeln? Lies Säule. War das hier? Die Overworld verändert sich auch immer so ein bisschen. Es kommen neue... Oh, hier ist Schnee. Okay. Die Musik wird plötzlich... Ich wurde gerade sehr, sehr dramatisch. Yeah. Okay, und jetzt sind wir... Oh, das war bei Globox Haus. Jetzt sind wir da quasi wieder. Simba war gerade kurz davor, von Gnus überrannt zu werden, so klang das. Oh nein. Das ist super traurig. Was? Ja, weil es sein Vater gestorben ist. Absolut. Und es ist eine so beeindruckende... technische Leistung, diese Szene mit den ganzen Viechern, die da die Schlucht runterrennen und so. Ach, komm schon. Kann ich mir jetzt eins aussuchen? Mufasa, die Herde! Sie ist in Panik! Panik in der Schlucht! Simba ist da unten! So ein Drecksack. Ja, ich sag's dir, ich hab seinen Namen vergessen, aber er ist kein guter Löwe. Scar ist... Ich sag dir, mit dem stimmt was nicht. Auf dem so, was wird das jetzt? Der hat was vor.
Das sieht sehr aus wie, billig aus gerade. Das ist die neue Map aus Unreal Tournament. Die damals hier gedroppt wurde. Das ist wie ein 3D-Land Level hier gerade. Das ist Catherine. Da haben wir noch mehr alte Spiele-Anspielungen. Catherine ist ein PS3-Spiel. So ja. Alt ist das jetzt auch nicht. Es ist alt. Oh, oh, man hat hier nur ganz viel Zeit. Nein! Oh, oh. Hm. Aber es ist Catherine. Okay. Ich finde, es sieht sehr so aus. Ja, kann gut sein. Ich hab das nie wirklich gespielt oder so. Ich auch nicht. Ich habe Let's Play gesehen, weil ich denke, wegen den erotischen Cutscenes oder so hat es mich interessiert. Auf jeden Fall habe ich ein Let's Play gesehen, wo jemand immer am Ende des Levels, oder ich weiß nicht, wenn er was geschafft hat, was sehr schwer war, hat er immer gesagt, Hallo Julia, Leute, Hallo Julia. Das war keine Absicht, ich glaube, er dachte wirklich, das heißt so. Kann gut sein. Es wirkte nicht, als würde er es sagen, weil es lustig ist. So, er war wirklich, wirklich erleichtert und hat es dann gesagt. Aus heutiger Sicht wüsste ich, wo man es sagt, wegen, keine Ahnung. Dann wiederum Leute übertreiben mit dem, was man auf YouTube monetarisierungstechnisch nicht sagen darf und sowas. Halleluja ist doch nicht. Das ist ja nicht mal sowas wie verdammt oder so. Ja, man könnte es wahrscheinlich als religiös auslegen oder sowas, aber. Ich denke, ja, das war aber auch gar nicht der Fall. Nein. Okay, ich also, hab's geschafft, denke ich. Das war, aufregend. Als Kind war ich, glaube ich, habe ich auch verstanden, irgendwie Hallo Julia oder so. Aber beim Singen merkt man es dann eigentlich, dass es ganz eindeutig so Halle Julia. Hallo Julia. Hallo Julia. Hallo Julia. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es davon viele Parodien gibt, wo genau Hallo das. Julia. Hallo Julia. Hallo genau Julia. Vorkommt. Ja, und sie sind wahrscheinlich ziemlich schrecklich und mies. Ich meine, den Joke haben wir jetzt schon herausgefunden. Ja, es war mir auch gerade sehr unangenehm. Wie was? Es überhaupt noch so oft auszusprechen, weil es ist so dämlich. Hallo, Julia. Grüß dich. So eine Sache, irgendjemand von Sat1 hat die Idee gehabt und hat er sich gesagt, ja, was, wenn wir das jetzt richtig machen und dann geht das einfach eine Minute. Und jedes Mal schalten wir wieder dahin zurück und da geht das Lied dann einfach weiter. Meinst du die Wochenshow? Irgendwas bestimmt, die hat eine Menge. Was? Ich weiß noch, dass es da irgendwelche Sketche darüber gab, dass jemand Freitag, der hat keine Freunde, ist immer einsam und hat freitags halt nichts zu tun. Und freitags muss man ja was zu tun haben. Dann hat er sich immer mit Erdnussflips irgendwas überlegt. Das war ein einsamer Mann mit Erdnussflips, der dann Skulpturen draus gebaut hat oder eine Disco-Kugel aus Erdnussflips. Erdnussflips, warum? Weiß ich nicht, und das war ständig der Witz. Nein, das war wirklich. Ich will eine andere Frage stellen. Eine wiederkehrende Sache. Sie heißen auf der Packung immer Erdnusslocken. Niemand hat die jemals so genannt. Niemand die heißen, glaube ich, Locken. Nicht über. Warte mal. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal gesehen mit den Erdnusslocken, aber... Da steht Locken immer auf der Packung, da steht nur die Flips. Du meinst die von Lorenz, ja, kennt man. Das sind die Go-To-Erdnussflips. Aber es gibt Das sind die es üblicherweise im Laden immer gibt. Mhm. Aber es gibt die richtigen Erdnussflips. Hm. Oh nee, von Funny Frisch gibt's Erdnussflippies. Kann es sein, darf man die irgendwie nicht so nennen? Ich weiß es nicht. Hier gibt es Erdnussflips und sie sind von Ja, also... Hm. Vielleicht dass sie das patentiert haben. Damit verglichen werden. Ich würde sagen, das war Rabbit 2 für heute. Erdnussflippies. Tschüss. Heißt ja wirklich Erdnusslocken. Was? Ja, Erdnusslocken ist das Schlimmste. Niemand sagt das. Sie sehen auch nicht aus wie Locken. Das ergibt gar keinen Sinn. Tschüss.